Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Update-Video auf unserem YouTube-Kanal. Wir werden uns heute ausführlich mit dem Bitcoin-US-Dollar-Chart befassen, Leute. Wir werden darüber sprechen, warum der ganze Kryptomarkt oder warum generell alle traditionellen Märkte momentan gewaltig unter Druck stehen. Und wir werden uns natürlich Long-, Mid- und Short-Term anschauen, was man jetzt zu erwarten hat. Das heißt, wenn ihr wirklich wissen wollt, wie es weitergeht und auf was wir uns vorbereiten müssen, dann bleibt natürlich in voller Länge dran, Leute. Und ich würde es wirklich, wirklich wertschätzen, wenn ihr uns einen Daumen da lässt und natürlich euer Kommentar mit eurem Feedback schreibt. Und ganz wichtig, Leute, teilt auch gerne dieses Video mit Freunden und abonniert diesen YouTube-Kanal, aktiviert die kleine Glocke und drückt auf alle, damit ihr wirklich nichts mehr verpasst. Und dann darf ich schon, wie immer sagen, zurücklehnen und genießen. Hallo Leute und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Blockchain Now. Für die Leute, die mich nicht kennen oder einfach neu dabei sind, mein Name ist Alessandro und ich bin wie immer der Host dieses Krypto-Videos. Und bevor wir reinstarten, Leute, wunderschönen Vatertag an alle Daddys da draußen. Wir gehen auch schon direkt in den Content. Wir befinden uns hier am Tageschart, Leute. Und ich glaube, man kann es jetzt schon mit dem freien Auge erkennen. Und zwar, Bitcoin hat hier die letzten zwei Tage unsere wichtige Supportzone nach unten hin verlassen. Man kann hier sehr genau und sehr gut sehen, wir hatten hier sehr, sehr viel Support in dieser Zone, eigentlich über den ganzen Bullrun hinweg. Wir sind ja hier zum ersten Mal zurückgekommen in diese Supportzone, dann hatten wir hier sehr, sehr lange Support in dieser Area damals und wir sind jetzt in dieselbe Supportzone zurückgekommen und bislang hat die sehr, sehr gut gehalten, aber jetzt jedoch, Leute, seit gestern haben wir eben diesen Pfad verlassen und ich werde euch gleich zeigen, was wir für weitere Supports unter uns haben. Wenn wir jetzt gleich mal auf den VPVR schauen, Leute, das ist das getradete Volumen in Preisregionen, dann werden wir hier sehr stark oder sehr schnell erkennen, dass wir deutlich hier unter dieser roten Linie sind. Diese rote Linie ist der Point of Control, das heißt, hier haben wir das meiste getradete Volumen gehabt. Es ist meistens so, wenn man unter dieses Level fällt, Leute, dann ist das natürlich eher bearish, das ist schon länger jetzt der Fall, ganz klar. Und wir sehen aber jetzt, Leute, dass wir auch hier unsere letzte richtige Support-Area eben hier verlassen haben. Die geht fast einher mit unserer horizontalen Supportzone und man kann jetzt ganz schnell erkennen, dass wir hier ein sehr, sehr großes Loch haben. Das heißt, hier haben wir sehr, sehr wenig getradetes Volumen, Leute. Und das liegt daran, dass wir beim Bullrun eigentlich hier durch diese Zone nur durchgeschossen sind und keine Seitwärtsbewegungen in dieser Zone hatten, deswegen auch nicht sehr, sehr viel getradetes Volumen, was natürlich auch bedeutet, dass wir hier nicht signifikanten Support oder Resistance in dieser Zone haben. Der nächste wichtige Support kommt erst wieder hier laut dem VPVR bei 20.700. Das kommt natürlich auch von unserem letzten All-Time High und unserem letzten Bullrun, Leute. Das heißt, jetzt mal unter uns haben wir nicht mehr sehr, sehr viel signifikanten und starken Support. Man muss natürlich aber trotzdem dazu sagen, Leute, dass umso tiefer wir gehen, irgendwann wieder dieser Punkt kommen wird, wo sehr, sehr viele Leute anfangen werden, Bitcoin zu kaufen. Denn auf Long Term gesehen muss man sagen, Bitcoin wird irgendwann ein neues All-Time-High machen und stärker zurückkommen, so wie es immer war. Und solche Bärenmärkte sind ja natürlich ganz, ganz normal, das wissen wir schon. Aber nochmal zur Wiederholung eben, momentan nicht mehr sehr, sehr viel signifikanter Support unter uns, Leute. Bevor wir in die Short-Term-Analyse gehen, möchte ich euch noch etwas anderes zeigen, Leute. Und zwar, ich verwende sehr, sehr gerne zwei Indikatoren. Der eine oder andere wird das schon kennen von unserem YouTube-Kanal. Und zwar verwende ich sehr, sehr gerne zwei wirklich gute Indikatoren, um das Top und den Boden zu lokalisieren bei solchen Bären- und Bullenmärkten, Leute. Und dafür zoomen wir etwas hinaus und ich werde euch zeigen, was das für Indikatoren sind. Und zwar, Leute, ist das der Pi Cycle Top Indikator, mit dem kann man sehr, sehr gut die Tops finden und es gibt auch einen Pi Cycle Bottom Indikator. Das heißt, mit diesen zwei Indikatoren, Leute, kann man sehr, sehr gut ein Market Top oder
das All-Time-High prognostizieren oder erwischen. Und genauso umgekehrt geht es natürlich auch mit dem Boden. Und ich werde ganz kurz auf den Wochenchart wechseln. Und dann werden wir mal sehen, wie gut dieser Indikator eben hier in den letzten Runs funktioniert hat. Ich werde hier etwas hineinzoomen und ein paar Dinge entfernen, damit es etwas übersichtlicher wird noch vielleicht. Und zwar zoomen wir etwas hinaus und wir gehen in einen der ersten Bullruns, Leute. Und zwar befinden wir uns hier im Jahr 2013 und wir hatten ja damals, das war ja ein spezieller Bullrun, wie ihr wisst, wir hatten hier das Pi Cycle Top perfekt erwischt und auch hier das zweite Top sehr, sehr gut damals erwischt. Das heißt, dieser Indikator funktioniert sehr, sehr gut. Auch hier am Boden, Leute, seht mal, Boden sehr, sehr gut durch diesen Indikator damals Pi Cycle Bottom sehr gut prognostiziert hier in dieser Woche, wo auch der Boden geschehen ist. Wenn wir jetzt in den letzten Bullrun gehen, Leute, dann schauen wir mal, wie das hier funktioniert hat. Da können wir jetzt schon etwas hineinzoomen. Wir werden mal schauen, wie gut das hier funktioniert hat eben. Pi Cycle Top hier wieder mal perfekt erwischt, Leute. An dieser Stelle wirklich grandios. Und auch den Boden hier sehr, sehr gut erwischt in dieser Zone. Ihr seht es, Leute, der Pi Cycle Bottom wurde hier prognostiziert und es ging dann noch einige Wochen seitwärts und wir sind sogar nochmal auf dieses Level zurückgekommen. Aber nichtsdestotrotz, plus minus 5% kann man sagen, ist das immer sehr, sehr gut und akkurat. Dieser Indikator, und jetzt wenn wir auf den jetzigen Bullrun gehen, Leute, dann hatten wir hier, wer sich erinnert, wir haben ein Video damals dazu gemacht, unser Pi Cycle Top hier prognostiziert gehabt. Und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert, war hier das Top. Und wir haben ja dann noch ein neues All-Time High gemacht. Aber wie ich schon gesagt habe, Leute, wer hier Profits gebucht hat beim ersten Top hier an dieser Stelle, der hat nicht mehr viel verpasst, denn das waren nur mehr unter Anführungsstriche 6 bis 7% bis zu unserem nächsten All-Time High. Das heißt, man hat hier nicht sehr, sehr viel verpasst. Warum zeige ich euch jetzt diesen Indikator, Leute? Oder was mache ich jetzt in diesen, in solchen Phasen? Meiner Meinung nach ist es jetzt nicht sehr sinnvoll, Spotkäufe zu tätigen, das heißt hier Kryptowährungen zu kaufen. Ich warte hier auf den Pi Cycle Bottom, okay? Man kann hier meiner Meinung nach Geld in Stablecoins parken, seine Stablecoin-Positionen aufbessern, um dann bei einem Bottom-Signal wieder anfangen, Kryptowährungen nachzukaufen. Aber auch wenn viele Leute sagen, wir haben bereits den Boden erreicht und, Leute, ich denke nicht, dass es so ist, denn auch der Pi Cycle Bottom Indikator gibt noch kein Signal. Aber ihr könnt schon sehen, dass wir hier mit diesem kurzfristigen Moving Average natürlich weiter nach unten kommen und wir uns auch unter diesem langfristigeren Moving Average befinden. Und wenn diese zwei Moving Averages sich kreuzen, das heißt, wenn der kurzfristige unter den langfristigen Moving Average geht, so würde das aussehen, dann würden wir hier irgendwo unser Pi Cycle Bottom bekommen. Das ist jetzt natürlich nur grob gezeichnet, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, Leute. Das heißt, bevor wir kein Pi Cycle Bottom bekommen haben, werde ich auf jeden Fall keine Kryptowährungen mehr nachkaufen. Ich zeige es euch nochmal im letzten Bullrun. Wir hatten hier eben diesen Cross an dieser Stelle und haben auch dann hier eben unser Bottom bekommen. Und ich denke, es ist sehr, sehr ähnlich wie im letzten Bullrun, Leute. Im letzten Bullrun haben wir hier diese wichtige Supportzone gebrochen, die wir den ganzen Bullrun hin nicht durchbrochen haben. Dann ging es sehr, sehr schnell nach unserer Phase sozusagen hier nach unten. Wir haben das Bottom bekommen und dann ging es einige Wochen noch seitwärts, bevor wir hier zum nächsten Run-Up nach oben angesetzt haben. Genau. Und ich denke, dass es vielleicht wieder so ähnlich sein könnte, Leute. Aber wie gesagt, solange wir kein Bottom-Signal haben, behaltet das unbedingt im Auge, werde ich auf jeden Fall keine Kryptowährungen nachkaufen. Wir werden jetzt ganz, ganz kurz in die Short-Term-Analyse gehen, Leute, und mal sehen, was da jetzt in nächster Zeit noch auf uns zukommen könnte. Wir haben hier auch einige anderen Support- und Resistance-Zonen gezeichnet für euch. Das heißt, wir können auch hier auf die nächsten Ziele eingehen. Wenn wir hier etwas hineinzoomen, dann werden wir gleich sehen, warum wir dieses Breakout nach unten gesehen haben, Leute. Und zwar, wir haben hier mal ein Symmetrical Triangle geformt, hier in Gelb, Leute. Das ist natürlich jetzt nach unten hin ausgebrochen. Das technische Preisziel von diesem Symmetrical Triangle
sind hier die 22.900 Dollar und wir haben noch hier eine Art M-Pattern geformt. Neckline war hier an dieser Stelle bei 29.200 Dollar und das technische Preisziel von diesem M-Pattern, Leute, sind die 26.400 Dollar. Das heißt, das sind die Ziele, die ich jetzt im Auge behalte. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wo wir jetzt sind, Leute, wir haben ja hier noch eine kleine Supportzone von diesem Wick hier unten und auch da sind wir darunter gefallen momentan und kämpfen momentan mit dieser Zone bei 27.500 Dollar circa. Ja, das heißt, overall, Leute, denke ich, dass wir eben mit mehr Downside rechnen müssen. Das kommt aber natürlich von dieser gesamten wirtschaftlichen und finanziellen Lage in allen Ländern, Leute. Ihr wisst es, Inflation sehr, sehr hoch überall. Die Zentralbanken, also die EZB und die Fed, fangen jetzt an, Zinserhöhungen zu machen, wobei die Fed schon damit begonnen hat, schon länger, und die EZB jetzt im Juli starten will mit einigen Zinserhöhungen. Und das bringt natürlich die klassischen Märkte, auch den Stock Market, sehr unter Druck, Leute. Und wir dürfen nicht vergessen, dass seitdem es Bitcoin gibt, gab es nie so eine Situation mit so einer hohen Inflation und mit so einer schlechten wirtschaftlichen Lage. Das heißt, das muss man auch im Auge behalten. Und ich denke, dass wir hier noch etwas Downside nach unten erwarten müssen, einfach bevor wir nächste Erholungen sehen. Aber wie gesagt, dieser Price-Cycle-Bottom-Indikator ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und den würde ich auf jeden Fall im Auge behalten. Das war es auch schon von mir, Leute. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Update-Video wieder gefallen. Ich gehe eher auf Qualität statt Quantität, Leute. Es ist einfach nicht viel passiert die letzten Tage. Deswegen muss ich da jetzt nicht jeden Tag ein Video rausballern. Ihr seid auf alles vorbereitet. Aber wenn natürlich sowas passiert, dann bin ich natürlich wie immer am Start für euch. So, dann sage ich vielen Dank fürs Reinschauen. Vielen, vielen, vielen Dank für euren Support, Leute. Und wir sehen uns bald im nächsten Video.